Ich freue mich, Sie zu sehen. Ich bin gespannt, was in Ihrer Geschichte als nächstes passiert. Foxtrot-Team, beide gesichtet. Er bittet den Leder. Lass ihn nicht entkommen. Wenn Sie euch irgendwie Ärger machen, er schießt nicht. Bestätige, wird gemacht. Zwischenspiel gerade eben zwischen Max und Connor. Oha. Jetzt auch weiterhin. Das ist prickelnd. Schalte den Anführer der Abwächler aus. Es ist zu spät, Kara! Rette dich! Rette alles! Ich werde natürlich sowohl als Kara, sowohl als Connor, sowohl als Markus mein Bestes tun. Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Das ist kein Switch. Wir können es bei alle drei schaffen. Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komme klar. Alice ist alles, was zählt. Wir die nicht nochmal sterben lassen. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt, passt gut auf euch auf. Oh, verdammt. Versteck dich. Hier. Sie stirbt da draußen, Kara. Mach auf, mach die Tür auf. Ich weiß, aber... Wir sind im Schreckgekleid. Es tut mir schrecklich leid. Alles für alles. Alles, um alles zu beschützen. Wir konnten nichts tun. Wir müssen los. Nicht bewegen! Nicht schießen! Ich bin auf Ihrer Seite. Bei uns? Bist du ein Mensch? Ich glaube, das wird nicht als Abwehrreaktion gewertet. Versuchen wir noch möglichst pazifistisch Weg. Wir geben uns! Nicht schießen! Verdammt. Natürlich für die Androiden. Weg hier! Zu den anderen!
anderen Weg. Hier runter. Ich greife natürlich ein. Das ist eine S&D. Schnell, hier lang! Such noch, ich komme nach. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Noch nicht. Stopp! Oh, verdammt. Laufen! Kara, steh auf! Er kommt! Er kommt! Totstellen. Aufstehen, angreifen. Runter! Oh Gott, ich hoffe, das klappt. Beweg dich nicht. Nein. Große Güte. Sie sind tot. Nicht schießen. Na los, wir verschwinden von hier. Phew. Ja, und dann ist eben noch. Ich hoffe, sie sind jetzt wirklich verschwunden. Jetzt springt er nochmal um die Ecke. Hui. Schnell, wir müssen weg. Hey, ich würde es hastig. Reden. Oh. Meine Mission ist, dich auszuschalten, und ich erfülle immer meine Mission. Verdammt. Und meine Mission ist, unser Volk zu retten. Es kann wohl nur einer von uns Erfolg haben. Oh, bitte nein. Bitte stell mich nicht vor die Wahl. Ich wollte es nicht. Wir sehen uns wieder, Marcus. Es ist nicht vorbei. Puh. Ich will Marcus nicht erschießen müssen. Mit Connor. Marcus! Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Schnell raus hier. Jetzt keinen Fehler machen. Scheiße, Mann. Es ist zu spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Scheiße, Mann. Das darf nicht schief gehen. Schnell raus hier. Da drüben! Los! Verdammt! Tasten drücken! Es muss einfach gut gehen. Puh. Kara und Max haben es geschafft. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Es hat gerade erst angefangen. Drei in Jericho. Verbrannt zur Erde. Fügig. Drei Achievements auf einmal. Und wahrscheinlich auch drei Wege.
Okay. Können das Ablaufdiagramm. Okay, was wahrscheinlich. Wir haben Markus. Scheideweg, Markus. Kapitänskabine mit Simon, Josh und North beraten. Ja, wahrscheinlich, wenn der eine weg wäre. Du hast noch einen Weg. Mit North diskutieren. Hätten wir auch nicht diskutieren können. Wahrscheinlich, wenn Leute gestorben wären. North küssen. Ja, war jetzt sowas von unbedeutsam. Hätten wir auch nicht machen können. North lässt Markus allein. Connor sieht, dass North geht. Jericho wird angegriffen. Ein Korridor mit Markus. Hier gibt es noch einen ganz anderen Weg. Oha. Das hätte uns direkt hier hinführen können zum einzelnen Ende. Dein Team treffen, versuchen zu fliehen. Lucy treffen, eine Brücke bricht unter Markus zusammen. Hätten wir versuchen können, nicht zu fliehen, oder hätte es nicht geklappt? Soldaten herumschleichen, Soldaten bedrohen, Androiden eingreifen, um Soldaten kümmern. Androiden kommen, also nächsten Korridor. Das ist wahrscheinlich alles die Versagenswege hier. Soldaten kommen in Markus Richtung, wegklettern. Ja, angreifen hätten wir, noch gekonnt. Wahrscheinlich noch zurückrennen. Aber nee. Ein Schacht klettern, Androiden werden von Soldaten gejagt. Soldaten K.O. geschlagen, Androiden entkommen, im Frachtraum nähern, Josh kämpft gegen einen Soldaten. Eingreifen. Versucht natürlich alle zu retten. Soldaten töten. Verschonen können, oh Gott. Josh entkommt, wahrscheinlich Josh geopfert. Im Frachtraum mit Markus. Den alten Maschinenkontrollraum betreten, Connor unterbricht und Markus stößt ihn zur Seite. Wenn wir mit Connor schlechte gehandelt hätten, dann war wahrscheinlich hier ein anderes Ding. Waffe erreichen, Markus erschießt Connor. Hier wäre wahrscheinlich Markus erschossen worden. Countdown auslösen, im Korridor mit Markus zu den anderen gehen, versuchen zu fliehen. North wird angeschossen. Schließen, North zu retten, North retten, zum Ausgang laufen. Markus springt. Markus mit seinen Leuten geflogen. Simon springt mit ihm, Josh springt mit ihm, North springt mit ihm. Ah. Hier hätte noch jemand. Hier wäre noch jemand gewesen, mit ihm springt. Wahrscheinlich Connor, wenn wir ihn überzeugt hätten, auf Markus Seite zu wechseln. Ich denke, für den Weg von Markus ist das doch ganz gut gelaufen. Optimal eigentlich. Scheideweg Connor. Entferne der Jericho-Spur folgen im Schiff. K.O. ans Decken. Sprengstoff entdecken. Chaos in Detroit lesen. Terror in Detroit lesen. Hier hätten wir noch was entdecken können. Wenn wir uns mal umgesehen hätten. Sie getroffen, zurück in der Kapitänskabine. Hätten wir es wahrscheinlich auch nicht in die Kapitänskabine schaffen können. Kapitänskabine hätten wir auf jeden Fall betreten. Früher oder später. Max bedrohen. Max konfrontieren. Maschine bleiben. Da hatte ich auch keine Alternative. Wegen früheren Entscheidungen wurde mir das hier verwehrt. Da hätten wir uns früher anders entscheiden müssen. Hätten wir hier den Weg hier gehen können, den kompletten. Ja, hier gibt es einen kompletten Weg, den wir hier, der bis nach hinten geführt hätte. Da hätten wir wahrscheinlich mit Markus gemeinsam fliehen können, dann am Ende aus dem Schiff springen können. Da hätten wir die Seiten wechseln können. Aber so wollte ich den Connor nicht spielen. Jericho wird angegriffen, Markus wirft sich auf Connor. Im Schiff Max folgen, Frachtraum von Soldat gestoppt, angreifen, Angreifer neutralisieren, auch was anderes machen können, Verfolgung fortgesetzt werden können, und überzeugen wahrscheinlich, wir werden es nicht überzeugen, unterschossen werden, und hier ein Ende.
Connor unterbricht und Marcus stößt ihm zur Seite. Waffe nicht vor Marcus erreichen. Marcus erschießt Connor. Marcus Maschinen-Connor wurde zerstört. Cyberlife wird einen neuen Connor schicken. Connor Nummer 3 ist tot. Wir können ja irgendwann mal vielleicht eines Tages vielleicht mal einen Twitch-Stream machen. Dann werde ich mal einen Twitch-Stream noch spielen, da mal vielleicht die genau anders spielen, irgendwie andere Wege wählen. Connor zum Abweichler machen und mit Marcus andere Wege gehen und mit Kara vielleicht auch. Mal schauen. Okay, Scheideweg Kara. Fahrt nach Jericho mit Les und Luther. Wäre wahrscheinlich auch ohne gegangen, da hätten wir hier einen Ausgangspunkt ohne Luther und mit Alice. Hinausschauen, Radiosender wechseln, Parkplatz, Zeit zum Abschied. Das ist alles, hätten wir jetzt nicht, außer dem Hinausschauen. Den Sender wechseln hätten wir nicht viel anders machen können. Glück erreichen, an Bord des Schiffs gehen, in warmen Ort für alles zu machen. Da habe ich auch gemerkt, es war so geskriptet, es war hier wirklich da. Jericho finden, wir konnten Jericho nicht erreichen, also wir hätten da wirklich, wir haben da wirklich hingemusst. So, nach oben, hier hätten wir noch was finden können unten. Wenn wir Marcus treffen können oder nicht. Zu alles zurückgehen. Das Androidenkind entdecken. Zu alles gehen. Jetzt umarmen. Ja, alles nicht umarmen, das wäre doch hier. Das ist doch blöd gewesen, ja. Das hätte auch zum anderen Ending führen können. Kann man alles im Korridor. Gibt's nicht viel, hier gibt's einige Endings, wo wir hätten sterben können oder irgendwie, ja, das verlassen hätten oder so irgendwie, diese Weise, Luther fliehen, hätten wir Luther wahrscheinlich zugelassen, Luther öffnet die Tür und durch Tür gehen, Luther wird erschossen, oha, hätten wir vielleicht auch retten können, Kara und Alice am Scheideweg, zum Luther laufen, Luther helfen, Luther in Sicherheit bringen. Ah, okay, das stimmt, den haben wir in Sicherheit gebracht. Luther im Versteck lassen. Stimmt, der ist auf der Jericho noch geblieben. Ich weiß nicht, ob der davon noch entkommen ist, bevor das explodiert ist. Zum Ausweg laufen. Hätten wir auf Luther zurückgehen lassen können. Soldaten blockieren den Weg, verstecken. Und die Schutz, sucht Schutz. Ne, hier wär's, hätten wir die Tür öffnen können, das führt direkt hier hin. Da hätten wir fliehen können, wahrscheinlich hätten dann die Soldaten angegriffen, da hätten wir dann fliehen können und mit sehr viel Mühe. Also es war hier alles für alles. Alles beschützen. Versuchen zu fliehen, Durchgang beinahe erreichen. Soldaten schießen auf Menge, weglaufen. Er wird ins Bein geschossen, totstellen. Ja, es war wahrscheinlich der richtige Weg. Nee, hat es schon tot gegeben. Jetzt auch direkt einen Tod gegeben. Es war wirklich. Hier gibt's ein Ending und hier gibt's ein Ending. Da haben wir ganz richtig gemacht. Ah nee, das ist totstellen. Hier, da gab's noch. Hier führt einiges hin, da führt einiges hin. Sehe hier wirklich nur. Gibt es noch einen Pfad, der hier nach unten führt? Jericho verlassen. Gab es hier noch eine Möglichkeit, wo wir es noch hätten schaffen können, aber alle anderen hier. Es war schon totstellen, war schon ganz richtig. So, dann kommen näher, stillhalten und dann hier oben Jericho verlassen. Ja, und alles sind von Jericho entkommen. Ist doch alles, das ist auch ein gutes Ending. Außer für Connor, das ist, der hat es nicht geschafft, seine Mission zu machen, aber er kommt wieder. So schaut's aus. Bin ich doch zufrieden. 10. November 2038. 19:31 Uhr. Oh. Marcus kehrt nach Hause zurück. Hier zu kommen. Vor der Revolution nochmal nach Hause zurückgekehrt.
Na, ob das so eine gute Idee ist, ob das so sicher ist. Alarm deaktiviert. Willkommen zu Hause, Marcus. Ob wir hier sicher sind. Drei Stück haben einen Regenschirm. Eine neue Nachricht. Hi Dad. Ich komme morgen aus dem Krankenhaus raus. Sie haben mir erzählt, dass du die ganze Zeit bei mir warst. Es tut mir wirklich leid, was da alles passiert ist. Ich höre auf mit dem ganzen Scheiß. Es macht mich irre. Es macht mich zu jemandem, den ich hasse. Hey, ich würde dich gern morgen besuchen kommen, wenn es dir recht ist. Oha. Ich möchte nur sagen... Kommt das noch dazwischen? Ich bin stolz, dein Sohn zu sein. Ich meine, das sind wie jetzt hier die... Es lief gut zwischen den beiden, weil Max weg war. Jetzt Max wieder da. Das könnte. Das muss nicht gut ausgehen. Im Garten brennt noch Licht. Das letzte Mal zum Garten bricht nicht brannte. Gab es hier ordentlich Ärger. Da wurde Markus auf eine Deponie geschmissen. Fast ermordet. Die Tür ist zu. Die Giraffe. Das letzte Mal, als wir diesen Ort betreten haben, haben wir ihn tot wieder verlassen. Wir sollten nicht zu lange hier bleiben. Tun wir, was das Spiel uns sagt. Gehen wir zu Karl. Was für ein ulkiges Bild, die Widerstandskämpfer, die sich für die Rechte aller einsetzt. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Verlasst. Na genau. Wer? Bitte. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Okay, ihn haben wir jetzt nicht zum Widerstandskämpfer gemacht. Überzeugt, dass uns eintreten lässt. Karl. Nein. Marcus. Hey. Ich hatte gehofft, dass du kommst. Ich habe sie vermisst, Karl. Ich habe sie so sehr vermisst. Was ist los, Marcus? Ich
bin völlig ratlos, Carl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten, Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Das stimmt. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Die Menschen hassen uns. Sie wollen uns zerstören, weil wir nicht länger ihre Sklaven sein wollen. Ich werde nicht untätig zusehen, wie sie meine Leute abschlachten. Du warst immer so ruhig und besonnen. Und jetzt sehe ich nur noch Wut. Habe ich kein Recht, wütend zu sein, Carl? Wir wollten mit euch reden. Und was macht ihr? Genau das, was ihr immer tut. Ihr erniedrigt uns. Tötet jeden, der nicht knien will. So viel Hass. Sei vorsichtig, Marcus. Kein Hass. Dass du im Kampf gegen Monster nicht selbst zu einem Monster wirst. Was sie Hass nennen, ist nur Wut über die Ungerechtigkeit. Sie lehrten mich, dass die Geschichte auf der Seite der Sieger steht. Dann wird sie auf meiner Seite sein, Carl. Denn ich werde siegen. Sie werden uns nicht länger erniedrigen. Hören Sie mich? Nie wieder! Carl. Der alte Mann hat Unrecht. Er ist tot. Die Geschichte steht nicht auf der Seite der Sieger. Und auf der Seite der Überlebenden. Ein bedeutender Unterschied. Nicht die Helden. Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Geh, Connor. Und enttäusche mich nicht. Oha. Besuch bei Hank. Das kann ja nur schief gehen. Connor Nummer 4. Von der Lieutenant Hank Anderson. Gefunden. Ich habe mir Sorgen gemacht, Lieutenant. Ich wollte wissen, ob es Ihnen gut geht. Ich musste Sie sehen, Lieutenant. Trotz unserer Differenzen bin ich froh, Sie kennengelernt zu haben. Sie sollten sich das Foto nicht ansehen, Lieutenant. Nichts kann die Vergangenheit ändern. Aber Sie können weiterleben. Für sich selbst. Und für Cole. Weißt du, immer wenn du tot warst und zurückkamst, musste ich an Cole denken. Ich würde ihn gerne noch einmal halten. Aber Menschen kommen nicht zurück. Connor kommt auch nicht zurück. Hank, ich... Jetzt lass mich allein. Na los, beende deine Mission, das ist dir doch das Wichtigste. Die Connor sind tot. Das ist der Neue. Roboter sterben. Jetzt geh endlich!
Bitte nicht. Scheiße, Mann. Scheiße, verdammt. Ich hab's geahnt. Hätte ich gehofft, er entscheidet sich doch noch um. Scheiße, Mann.